Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Christoph Saring und in diesem Video beschäftige ich mich wieder mit dem Thema Virtualisierung bzw. einem spezifischen Problem dabei, und zwar wenn man die virtuelle Festplatte zu klein gestaltet hat oder halt durch längeren Betrieb die einfach zu klein geworden ist. Ganz obligatorisch, wenn euch das Video gefällt, bitte klickt doch mal auf den Abonnieren-Button. Und wenn ihr zum nächsten Video benachrichtigt werden wollt, dann nutzt doch auch noch das kleine Glöckchen. Nun zum eigentlichen Problem. Wie vergrößert man die virtuelle Festplatte einer virtuellen Maschine? In diesem Beispiel nutze ich ein Host-System, was auch mit Windows 10 läuft, VirtualBox in der Version 6. Und auf dieser VirtualBox habe ich auch ein Windows 10 installiert. So, wir sehen, das ist jetzt mein relativ frisch installiertes Windows 10. Und wir haben hier eine virtuelle Festplatte, die reichlich 40 GB fasst und nur noch 5,17 GB frei hat. 40 GB sind jetzt natürlich nicht sonderlich viel, aber für die meisten Tests in virtuellen Maschinen reichen diese völlig aus. Für ein Windows 10, auch für ein Linux und auch andere Betriebssysteme sind 40 GB völlig ausreichend, wenn man jetzt nicht natürlich riesengroße Applikationen drauf installiert. Trotzdem kann das halt jetzt über die Zeit sein, dass natürlich der Speicher vollläuft und man halt diese virtuelle Maschine weiter behalten will und aber nicht neu installieren möchte. So, um jetzt da Abhilfe zu schaffen, fahre ich jetzt die Windows 10 Maschine erstmal, also die virtuelle Windows 10 Maschine erstmal herunter. Und sobald die dann heruntergefahren ist, wechseln wir hier in den VirtualBox Manager. So, wir gehen jetzt mal ganz kurz in den Punkt Ändern. Das heißt, wir achten darauf, dass jetzt die Windows 10 Maschine hier ausgewählt ist. Dann gehen wir auf Ändern und schauen uns mal den Massenspeicher an. So, da sehen wir, virtuelle Größe ist knapp 42 GB. Das ist die tatsächliche Größe, ist das, was aktuell auf dem Datenträger physikalisch auf dem Host-System verbraucht wird. Ist immer ein bisschen kleiner, weil da noch eine gewisse Komprimierung drin ist. Innerhalb der virtuellen Windows 10 Version hätten wir jetzt erstmal nichts machen können, weil diese Vorgabe, die wir hier haben, die ist für das Gastsystem wie eine physikalische Grenze. Das heißt, die kann das Gastsystem nicht einfach irgendwie austricksen. Das heißt, wie ändern wir jetzt die Größe? Hier in diesem Punkt haben wir jetzt erstmal nichts dafür zur Verfügung. Das heißt, wir gehen einfach mal hier auf Abbrechen. Und VirtualBox ist ja nicht ganz so doof. Wir haben da einige Optionen, wo man was machen kann. So, da haben wir hier zum Beispiel den Manager, wenn wir oben auf Datei gehen, also Menü, Datei, Manager für virtuelle Medien. Da gehen wir einfach mal ganz kurz drauf. Und dann sehen wir hier, das ist jetzt meine Festplatte der virtuellen Maschine. Und die möchte ich jetzt in den Eigenschaften ein bisschen ändern. Das haben die hier ganz gut gemacht. Also da brauchen wir eigentlich jetzt gar nicht so viel machen. Wir können hier einfach nehmen den Schieberegler und schieben den einfach mal um ein paar Gigabyte höher. Das heißt, wir machen jetzt mal auf 60 in dem Fall oder 61 irgendwas. Ist alles nicht so schlimm. Und gehen einfach mal auf Speichern. So, und dann können wir einfach auf Schließen gehen. Wenn wir bei der Konfiguration der virtuellen Maschine, wo wir den Datenträger angelegt haben, eingerichtet haben, dass im Prinzip die Größe dynamisch angepasst wird, wird natürlich der Speicher nicht gleich verbraucht. Trotzdem ist es wichtig, dass man immer darauf achtet, dass die physikalische Festplatte einfach genug Platz hat. Es ist sagen wir mal ganz problematisch, wenn man die Festplatte der virtuellen Maschine größer macht, als man lokal zur Verfügung hat. Das führt in der Regel zu Absturz, und wenn man innerhalb der virtuellen Maschine mit Datenbanken oder irgendwelchen kritischen Datensystemen arbeitet, führt das in der Regel zu Inkonsistenzen bis zur Unbrauchbarkeit. Wir haben jetzt die Festplatte vergrößert und starten jetzt einfach mal das Windows 10.
und loggen uns dann mal frisch hier ein. Und schauen uns mal die Festplatte an. So. Da sehen wir das ganze Elend. Die hat sich hier zumindest jetzt optisch erstmal nicht vergrößert. Das liegt daran, also es wäre wie, wenn man jetzt die Festplatte, eine physikalische Festplatte klonen würde. Das heißt, man hat vorher eine 500 GB Festplatte und würde im Prinzip diese 500 GB Festplatte auf eine 1 TB Platte klonen. Das heißt, Partitionstabelle und Partitionsgrößen werden da im ersten Moment in der Regel nicht angefasst. Das heißt, wir müssen diese Partition jetzt erstmal bearbeiten. Unter Windows 10, also auch in dieser Version noch, also das ist jetzt 18.09, es gibt schon die 19.09, ist es nach wie vor nur möglich, das in der Systemsteuerung zu machen. Zumindest das Vergrößern von Partitionen funktioniert, das Verkleinern nicht. Das heißt, wir machen mal hier die Systemsteuerung auf. Und ich nehme dann hier immer die kleinen Symbole und wir gehen hier auf Verwaltung. Dann haben wir hier die Computerverwaltung. Und hier drin haben wir die Datenträgerverwaltung. Um die Datenträgerverwaltung, sage ich mal, nicht nur lesen zu öffnen, muss man als Administrator natürlich am System angemeldet sein. So, jetzt schauen wir uns mal die Festplatte an. Das ist jetzt die Festplatte. Hier sehen wir, das ist diese, sind die Partitionen auf der Festplatte. Das ist im Prinzip von Windows 10 immer so ein spezielles in Anspruch genommenes kleiner Teil der Festplatte als eine kleine Partition. Und das ist halt die Datenpartition, die wir da sehen. Und jetzt sehen wir hier hinten einen Teil. Das sind 19,97 GB ungenutzter Speicher. Jetzt könnte man hier natürlich eine zweite Partition reinpacken. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen jetzt einfach das Volume vergrößern. Das kann man im laufenden Betriebssystem machen, funktioniert im Prinzip ohne Probleme. Das heißt, wir gehen jetzt hier in Volume erweitern. Drücken wir hier drauf, dann brauchen wir eigentlich nichts einzustellen, weil wir haben das Maximum bereits eingestellt, außer man möchte es ein bisschen kleiner haben. So, das heißt, wir gehen jetzt hier mal weiter und fertigstellen. Und wir sehen, jetzt hat sich unsere Partition C auf 61,39 GB vergrößert. So, jetzt müssen wir hier mal F5 machen und hat sauber funktioniert. Sollte die Festplatte, also die virtuelle Festplatte, mal irgendwie zu groß gestaltet worden sein, bietet diese Datenträgerverwaltung zwar auch beim Rechtsklick hier drauf ein Volume verkleinern an, das ist aber meistens mäßig gut möglich. Das heißt, das System zeigt ja einen gewissen freien Speicher an, aber das, was man hier tatsächlich verkleinern kann, ist meistens wesentlich geringer als der freie Speicher, der angezeigt wird. Dafür muss man dann wirklich irgendwie Fremd- oder Drittanbieter-Software nutzen. Es gibt auch einige Open-Source-Systeme, mit denen man sozusagen die virtuelle Maschine erstmal booten könnte über eine Live-CD und dann kann man die Partition zuverlässig bearbeiten. In dem Fall würde ich natürlich immer raten, ein ordentliches Backup vorher zu machen. Eigentlich auch bei der Vergrößerung, auch wenn das mir noch nie passiert ist, dass da hier irgendwas kaputt gegangen ist. Aber grundsätzlich sollte man bei diesen Geschichten immer ein Backup machen. Ich hoffe, ich war euch wieder eine kleine Stütze. Ich würde mich wie gesagt freuen, wenn ihr meinen Channel abonniert und wie gesagt das Glöckchen, um die Erinnerung zu bekommen, wenn das nächste Video online steht. Bis dahin erstmal eine schöne neue Woche und bis bald, euer Christoph.